Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde. Ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zock. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich darf begrüßen an meiner Seite den lieben Manu. Aloha. Und da habe ich fast. Ja. Und wir hätten ein paar Nachrichten. Okay. Na dann mal raus da. Daily News. Kommt gerade rechtzeitig. Mhm. Ja. Der TÜV schlägt Alarm. Nach diversen Pannen und Beinaheunfällen schlägt der TÜV Alarm. Die 746 Fahrzeuge der New Quanta Logistik Group sind mit so gut wie allen Fahrzeugen durch die letzte TÜV-Prüfung gefallen. Nun wurde die New Quanta Logistik Group verpflichtet, alle Fahrzeuge zu warten. Der Chef der New Quanta Logistik Group gab zähneknirschend bei der Pressekonferenz zu Protokoll, dass er seine Mitarbeiter angewiesen hat, die Wartung einzustellen, damit er wenigstens eine schwarze Null schreibt. Die Staatsanwaltschaft Kantopolis ermittelt wegen fahrlässiger Vernachlässigung und nicht vorhandener Bremsleistung sowie Lochfraß am Auspuff. Die vom Gesetz vorgesehene Höchststrafe ist 15 Jahre Zwangsarbeit auf einer Kaffeeplantage. Der Anwalt von Herrn Kante äußerte sich nur kurz zu den Vorwürfen. Alles frei erfunden, die Ermittlungen haben keine Grundlage. Der vermeintliche Täter wurde bereits seit Tagen nicht mehr gesehen. Ja, da hat Manu das quasi genau auf den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir fangen jetzt an mit allen Fahrzeugen. Alle 746 Fahrzeuge gehen jetzt in die volle Wartung. Achtet darauf, Einnahmen. Noch schreiben wir blaue Zahlen. Und jetzt gehen wir auf sehr hoch und anwenden. So, damit bin ich in meiner Pflicht nachgekommen, ja? Ja, 130 Millionen weniger Einnahmen. Oh, gut. Ist noch nicht, wir sind noch nicht am Ende der Fahnen, Gerd, oder wie war es noch? Ja, es wird immer, es schwankt ganz schön jetzt. So, die austauschen. Da hat der Bürgermeister sich die Volvo Flatbed gewünscht, weil die halt wirklich alles können. Obwohl, wir könnten auch die Kastenform-Dinger nehmen. Nimm lieber Flatbed, dann sehen wir wenigstens, was da ausgeliefert okay. wird. Okay. Dann machen wir das auch nochmal flott. Oh, warte mal. Ja. Nicht vergessen. Anwenden. Ich hab das schon. Ich mach das schon. Mhm. So, das haben wir schon mal als erstes gemacht. Und dann könnten wir theoretisch nochmal 5 draufschmeißen, oder? Ja. Kopieren. Gut. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Ich habe da nichts dran geändert, ich habe nur geguckt, ob das passt soweit. Oh, guck mal, unsere Einnahmen. Leicht defizitär. Mhm. Ja. Wachsend. Oh, schon wieder schwarze Zahlen. Okay, wir wollten jetzt den Stahl auf die Schiene. Oder hatten wir vorher noch was anderes? Wir wollten, glaube ich, nochmal wegen Kaffee nachbessern. Was von dir. Ach so, genau. Hier hinten die. Ach so, von mir aus, genau. Da sind wir jetzt so halbwegs vor. Und jetzt wollten wir ja hier noch ein paar Pflanzen bauen. Hier können wir noch einmal die Plantage erweitern. Wir haben genügend Fahrzeuge hier stehen, weil wir werden mehr brauchen. Weil es wird immer an dem hier hapern. Und den gerösteten Bohnen. An den Rusties, genau. So, dann war der Vorschlag vom Bürgermeister, dass wir den Bahnhof hier erweitern. Ach, guck mal, Kabel haben wir sogar. Nebelchen. Güterplattform. Ah, guck mal, das ist nämlich echt viel. So, die bauen wir jetzt alle nochmal um. Und zwar kriegt er hier unten Cargo. Nochmal 1, 2, also auf 160 Meter, 161 geht auch. Achso. Die beiden anderen musst du jetzt noch markieren. Die nehme ich nochmal weg. Das heißt, der kriegt jetzt auch nochmal. Diese ganz oben Flatbeds. Hier. Ja, da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Die Variante probieren, oder? Was wollen wir jetzt? Andere nochmal probieren? Ja, wir können ja mal Querfeldbeet. Wir können hier nochmal ein DRG hinterhängen. Zwei DRGs und hier hängen wir die Carpathfinder.
Königlich-Preußische Eisenbahnverwaltung. Also halt, dann nicht. Der. Oh Braunschweig, nein. Eisenerzberg. Das ist natürlich jetzt, ja gut, das in der Mitte beim Bauernhof. Wäre sehr nah dran am Stahlwerk, ne? Also müsste man jetzt mal ganz schnell eine LKW-Linie zaubern. Uah. Wir müssen die Bürgermeister das schnell mal freigeben. Na, freigeben, genau. So, hier sieht man schon die Auswirkungen unserer neuen Fahrzeuge. Das heißt, die Bestände schrumpfen und wir liefern an. Hier sind die neuen. Das wird auch nicht abgezeigt. Achso, weil es Kaffee ist. Der nimmt auch Kaffee mit? Ne, der nimmt Burger mit. Okay. Was nimmst du mit? Fahr weiter. Fahr weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Tschüss. Und von dem Bürgermeister aus Schkopau kommt bitte sichern. Okay. Er möchte den Stahl und die Schlacke für sein Baumaterial sichern. Dann lass uns Pause machen und lass uns eine schnelle Linie bauen. Save the Eisen. Das ist immer so eine Sache, so eine unvorhersehbare Geschichte. Da haben wir Straße, Straße. Das heißt, wir brauchen nur eine Straße, die dahinter fährt. Ja, also ich würde jetzt auch nicht hier... wir haben noch nicht mal einen Straßenanschluss nach oben. Ist doch den von der... Also nehmen wir, bauen wir hier einen ran. Ja, wir sollten aber auch die Straße anbinden, die Richtung Aschaffenburg geht, weil das wäre ja dann das nächste Depot. Das wäre dann hier, ne? Hier über den Ring. Ring gerade eine Stichstraße setzen oder so. Aus Richtung Holz. Ja, eh die Kreuzung da hinten. Achso, hier, ja. Schon, ja. Der kürzeste Anschlagspunkt. Die Frage, Tram oder LKW? Das kann ich dir nicht beantworten. Wir machen erstmal Auto. Machen wir erstmal LKW, weil die fahren mit 70 hier ran. Schneller da. Dass wir später nochmal umbauen, ist ja jetzt keine Frage. Da werden wir mit Sicherheit nicht mit LKW auf Dauer arbeiten können. Da wird es eine schöne Zugstrecke mit Sicherheit geben. Auf Dauer gesehen auf jeden Fall. Oh, das sieht doch gut aus. Dann brauchen wir hier ja im Prinzip ja, aber schon mal nur was zum Abladen. Und ein großes Terminal zum Einladen eigentlich. Oh, großes brauchen wir eigentlich auch. Ah, zweispurig vielleicht. Gebäude dran, damit es schon mal ausladen kann. Na gut, machen wir 50. Ja, das reicht für den Anfang. So. Konfigurieren. Wir haben beim letzten Mal ja schon den Fehler gemacht, dass wir weiterlaufen laufen lassen haben. Das wird eine harte Nuss. Okay. Abladepunkt hinten noch? Ja, ich habe auch gerade gedacht. Hin oder willst du einfach eine Wende machen? Einfach eine Wende. Aber abladen machen wir natürlich so früh wie möglich. Big Punkt hinten. Aber eigentlich Eisenerz safen ist eigentlich gar nicht so schwer. Ja, ja. Eigentlich brauchen wir jetzt theoretisch nur noch eine Linie basteln. Und sobald er dann die Linie aktiviert. Guck mal, die passende Farbe sogar. Ja. Gütertrag BS Eisen SK. Wir beginnen. So, und damit das auch alles richtig und hübsch ist. Machen wir das selber. Tannenweg. Vom Tannenweg.
Hier noch einmal rum. Genau. So ist der Plan. Da hatten wir ja, glaube ich, Schüttgut von den Neueren. Führen. Von den ganz Neuen, das? Hänger oder so. Einsteigen und hinsetzen, bitte. Da unten war noch, glaube ich, mit Hänger, oder? Mit Hängerchen kann aber kein Dings. Ah, okay. Nee, dann nehmen wir den roten. Vier Stück sollte eigentlich. KT. BS. BS. So, und jetzt gucken wir mal. Sobald wir Play drücken und er losfährt, müsste eigentlich. Ja, gesaved. Produzieren und gut ist. Dann haben wir das jetzt schon mal. Genau. Das haben wir schon mal. Hier haben wir verlängert. Hier ist auch schon ein Zug in Langen drin. 340. Wir lassen den einen erstmal so, ne? Dann haben wir eine Leistungsbewertung. Mittelmäßig. Okay. Kriegen wir hin. Hallo Maverick. Vielen Dank. Die vollen Dosen halten sich mittlerweile auch in Grenzen. Ja. Das sehe ich auch so. Stimmt, wir wollten hier noch was machen. Wir hatten hier noch. Ich habe den Straßenzugang jetzt auch vergessen, wieder wegzunehmen. Aber ich glaube, das werden wir überleben. Manu schweigt. Ich habe damit nichts zu tun, sagt Manu. Ich war Kaffee kochen. Ja, ist klar. Also. Ich habe eben einfach mal ausprobiert und ich glaube, ich hätte die Straße so nie wieder hinbekommen. Deswegen haben wir die eben gebaut und einfach mal ausprobiert. Und haben sie jetzt einfach mal da drin vergessen. Achso, geht ja eh nicht. Wir müssen die umbauen. Also bauen wir sie so. Und nein. Ja. Yeah. So, jetzt müssten wir theoretisch, guck mal, jetzt fährt einer links, einer rechts. Das ist natürlich nicht so gut. Ja klar, er hat aber in der Einfahrt auch nur eine Spur. Wir könnten das natürlich so machen. Also, dass beide dann theoretisch aber eine Spur fahren. Drei Haltepunkte. Genau, würde ich auch hier... Links, ein rechts. Da siehst du. Aber eben ging das doch. Also, pass auf, wenn wir jetzt da eine Schiene reinklöppeln. Hä? Nein, doch nicht. 10 Meter Straße vielleicht? Ach so, weil... Ach, nee, hä? Ach, guck mal, weil die nicht beide auf einem Ding sein dürfen. Das ist ja nicht schlimm. Nö, sehe ich auch so. Also? Das ist wieder weg. Da wieder eins hin. So. Bauen wir wieder Straße hin. Bauen wir die Straße wieder hin. Also ist auch für uns jetzt, wie gesagt, ein bisschen mal zum Ausprobieren und Austesten. Gucken wir mal. Ich bin sehr gespannt. So, jetzt müssen wir die Linien anpassen. Hat folgenden Hintergrund. Die stehen hier immer mit sämtlichen Autos dahinter und deswegen ist es natürlich schwierig. Die laden vorher nicht ab. Linienverwaltung? Genau, Linie verwalten. Das heißt, auf der Linie fahren wir vom Braunschweiger Transfer. Genau, vom Braunschweiger Transfer. Ja, auf die Innere. Ja. Genau, so wollen wir das haben. Das heißt, hier wird nichts geladen, genau. Und das heißt, im Braunschweig, nee, warte mal, hier wird nichts entladen, genau. Nur beladen. So, dass er hier den ganzen Kram rausschmeißt, kommen wir von hier aus zum Bahnhof? Ja. Gut, das ist ja das Wichtigste für uns.
So, und jetzt holt man noch die rote Linie. Ja, ich habe gerade überlegt, wir würden dann ja auch wieder einspurig. Also wir würden dann mit auf die Lila dann wieder raufgehen. Sehr schwierig, ja. Sehr schwierig finde ich auch. Na gut, da fährt natürlich noch da hinten dran. Müssen wir gleich mal gucken, ob das alles funktioniert, was wir uns jetzt so vorstellen. Okay. Wird weniger, das ist gut. Eisen. Eisen wollten wir noch fahren. Stahl von hier hinten. Ja, per Zug. Per Zug. Wir haben zwar schon ziemlich viele LKWs da drauf. Da sind immer noch Dosenmangel wahrscheinlich. Aber der Dosenzug muss, glaube ich, mal ausgebaut werden, oder? Liegt da rum. 136. 120 kriegt damit. Könnten wir mal ein paar Meter dranhängen. Was hat er denn da dran? Die gedeckten asiatischen Güterwagen. Die könnten wir auch mal modernisieren. Nee. Ja, das war ja die 50 km/h. Nee, warte mal. 50 km/h. Wir hatten eben doch noch einen gekriegt. Fahren nämlich auch 80 km/h. Ja, fährt aber nur Getreide, der Karl. So. Ich weiß nicht, ob die Ots da unten die Version 2 auch fahren können. Was fährt der noch? Die Dosen, ne? Der fährt Dosen, eventuell der GBMS 1, 2, 2. GBMS? GHMS, Entschuldigung. Ach GHM. So. Könnte Dosen fahren. Ja. Fährt 100. Fährt 80. Probieren, ja. Machen wir das doch mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß nur nicht, wie lange der Bahnhof ist. 120? Ja. Warte mal, ich guck mal eben. Ne, 200. Mal dann 1 ist auch in Ordnung. In den grünen oder so? Ja, finde ich auch gut. Aber einen dunkelroten, einen dunkelgrün. Weit zu viel. Und immer noch ausgezeichnet. Da haben wir aber echt in Loks investiert, wa? Deutsche Qualitätswertarbeit. Ja. Müssen wir natürlich gucken. Die Linie begrenzen, nicht dass da wieder irgendwas mitläuft. Aber haarscharf, ja, wa? Ach so. Sauber aneinander vorbei. Ja. Aber das hätten die vorher, glaube ich, auch schon mitgenommen. Ich glaube, die haben wir schon. Die haben wir nicht begrenzt. Also machen wir in Dose. In Dose müssen wir laden. Lädt er nur Dosen? Leere? Leere Dosen? Leere Dosen. Und auf der anderen Seite lädt er gar nichts. Und auf der anderen Seite lädt er gar nichts und entlädt nur leere Dosen. Gut. Das haben wir schon mal hingekriegt. So, welcher Schiene? Der fährt auf die rechte. Gucken wir uns nochmal an, wenn er jetzt hier reinfährt in den Bahnhof. 208 Dosen liegen hier. Das heißt, wir haben jetzt natürlich andere LKWs drauf und die bringen das natürlich schon flott hierher. Na? Ladegeschwindigkeitsbegrenzung? Nein. Obwohl er nur hinten rüber guckt. Oh, die Tür ist aber noch auf dem Bahnsteig. Ja, Glück gehabt. Und ein Glück. Der hat pro Zug mehr Kapazität und LKWs kommen dann jetzt eh interessant. Oder wenn wir jetzt hier einen Dosenexpress bauen. Ein Stahlexpress, bitte. So viel Genauigkeit muss sein. So, wir gehen jetzt hier schlank mal runter. Eine ganz entspannte Runde. Wie gesagt, mit dem 100er Zug ist es natürlich sehr angenehm. Ja, die Brücke vorne. Da könnte man ja mal die mit Obergitter nehmen, oder? Mit Obergitter, ja. Sehr gerne. Ich bin immer für Vorschläge offen. Jo.
Ne? Bist du mit einverstanden? Oh, doch, ja, passt. Könnten noch einen Ticken enger ziehen. Dass du um die Kurve rumkommst. Ja, weil wir gleich noch eine Linkskurve haben. Ne? So, dann nehmen wir das andere Gleis gleich mit. Schabupp. So, dann haben wir hier folgende Idee gehabt. Erschrecken. Genau, nicht erschrecken, sieht schön aus. Ja. Kann man immer gut machen, wenn man sowas machen möchte. Nimmt man die Schiene in die Hand und dann rechts von der oder links von der Straße habt ihr immer so einen Button, wo es sich anpasst. Und dann könnt ihr da quasi mit durchgehen. Könnte man theoretisch auch rechts und links machen, ne? Ja. Habt ihr mal also, war das nur ungerne. Ja, ich weiß. Nicht zu flach unter. Ebenerdig würde ich hin. So, dann sind wir nämlich jetzt ebenerdig. Bringen ein bisschen. Und dann müssen wir hier rum. Gucken wir mal, was wir daraus machen. Eine 100, oh, 140 wäre das sogar, ne? Ach, Quatsch. Bisschen. Ja, ich weiß, es ist von der Geschwindigkeit her ein bisschen sehr mau. Aber. Vielleicht die andere ohne Gitter. Die hat ja weniger Stützen. An der Stelle. So, das ist die innere, ne? Ja, das ist die innere Spur. Okay, probieren wir mal. Und dann binden wir einfach mal hier an. Huhu. Das ist ja ein Träumchen. Nein. Das geht auch noch. Alter, das ist ja mal... Da haben wir, Alter. Massarbeit. Also, es ist wirklich Hammer. Also damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet und wir haben es auch vorher, wie gesagt, wir haben zwar probiert, ob das mit dem Tunnel funktioniert, weil ich das absolut hübsch finde. Klar, hier oben ist so eine Lücke jetzt, also was jetzt halb so wild, aber ich finde es schon sehr, sehr gelungen. Und jetzt, also dann müssen wir auf der Seite noch gucken, wie wir da runterkommen. Ja, das ist ja... Mit einer 100 und irgendwas nicht am besten. So, weil das so. Dran. Warte mal, ich versuche mal erst unten zu bauen, dann haben wir einen Ansteckpunkt. Ne, das ist nicht gut. Also gucken, dass der Bittel oben drüber bleibt, du hast ja jetzt den äußeren. Ja. Probieren wir mal direkt. Über der 100 brauchen wir, ne? Mhm. Ja, gut. Haben wir den zweiten noch? Anzaubern, dann sind wir bei 101. Ja. Ich glaube, damit können wir leben, oder? Ja, also für eine nicht gerade Tunnel-Variante Frankfurt-Köln, Rasa-Autobahn für Intercity-Express. Ja. Tut's das? Tut's das, sagt er. Tut's das. Okay, oh, dann erweitern wir jetzt den Bahnhof. Oder hast du irgendwelche Gegenstimmen gehört? Nee, ne? Nö, also ich würde da jetzt eine Schiene ranklappen. Also, oder klein, zwei. Gleich neun, ne? Eigentlich schon. Ich nur ein paar Gebäude dran pflanzen. Das wäre auf jeden Fall eine Option, die wir nutzen sollten, ja. Wenn wir jetzt eh schon am Bauen sind. Dann Güterplattform. 1, 2, 3. 7, 8, 9, 10. Dann nehmen wir das weg und das weg. Dann haben wir so ein Gütergebäude.
Könnten die sein, ne? Jo, guck mal, ja, das sind sie. Verlängern. Große Stahllagerhalle. Ja. Ja, aber das ist schön einheitlich. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ist jetzt von der Kapazität her nicht das. Oh. Nicht das größte. Aber es hat eine schicke, eine schöne Einheitlichkeit, genau. Auch nicht. Auch nicht, okay. Na dann ist das jetzt. Oh, guck mal hier. Hübsch, einheitlich. Damit kann ich leben. Leben und arbeiten. So. Machen wir das, was wir am besten können. Zaubern. Da jetzt ein gerades Vorgleis in so. Warte mal, wie sagt man dazu? Vorfeld. Vorfeld. Vorgleis. Also wenn ich es jetzt machen würde, würdet ihr meine Hand an meinem Kopf hören. Batsch. Ja, können wir auch mitleben. So, da wollten wir uns nicht dran bappen, sondern wir wollten weiter in Kurve gehen. Oh, wir schnappen uns mal eine 160. Ob wir die brauchen, weiß ich noch nicht. Oh, wir müssen hoch. Oder wir gehen unter der Straße durch. Oh, der alter schöne Mann. Ist ja so ein komischer Huckel. Vielleicht hilft der uns ja. Beängstigend. Aber wir wollen natürlich nicht so viel unter Tage fahren. Ja noch. Das Spiel möchte das auch nicht. Ja. Und? So, gehen wir hier weiter. Mal wieder hochkommen. Warte mal, ich guck mal, wo wir hier hinten hin müssen. Hier hinten sind wir auf einer Ebene. Würde ich doch eiskalt sagen, wir nehmen uns hier mal eine 120 in gerade aufgebuddelt. Oder? Ja, ne? Ja. Aufgebuddelt ist immer ein bisschen schöner. Machen wir mal eine Direktverbindung. Robert. Oh, so einen kleinen Tunnel finde ich durchaus in Ordnung. Oh, kann man lassen. Ist gekauft. Machen eigentlich. Oh, was machen eigentlich unsere Einnahmen? Du hast eine halbe Milliarde jetzt schon verloren. Ja. Eiskalt. Eiskalt, Alter. Also ihr seht, sowas kann schon mal ganz schön zu einem Ruin führen. Also wir müssen da durchaus ein bisschen aufpassen. Boah, hübsch, ne? Alter Schwede. Ja, wie war das, wenn alle auf sehr gut dann wieder stehen nach 10 Jahren, dann passt. So, jetzt brauchen wir nur noch eine Zuführung. Ach ja, eine Zuführung. Da war ja noch was, aber die können wir uns ja... ja theoretisch. Na gut, hier haben wir keine hinten dran. Die haben wir hier vorne. Die reicht uns aber nicht. Da können wir nicht von ab. Theoretisch über die Milchdosengeschichte hier. Das ist aber. Da habe ich es abgerissen, ja. Gut, dann bauen wir das wieder hin. Hallo. Das ist aber eins meiner leichtesten Übungen. Nee, so aber nicht. Nee, sieht nach nicht. Nee. Das sieht nach was aus.
Manchmal hilft es, wenn man einfach nochmal abreißt. Mal so gucken, ob wir auf der anderen Seite auch rankommen. Nein. Ja. Wie hat er hier? Der war cool. Also theoretisch hätte ich das gerne gebaut. So, hier kommen wir hin, da müssen wir einmal rüber gleich. Ja, da müssen wir einmal dazu fahren. Haben wir das geringere Problem? Gut, dann machen wir nochmal eine Signalisierung. Eine Winker, die so schön hat gewunken in mein Spiel. So, hier nochmal vorm Tunnel. Also vorm Tunnel ist ja auch fast wie nach dem Tunnel, ne? Ja, es kommt auf den Bremsweg drauf an. Aber hier klappt das echt gut mit den Tunneln und Brücken und so. Jetzt habe ich hier keine mehr. Das ist jetzt, ich habe kein Maß mehr hier. Aber hier habe ich wieder ein Maß. Pass auf hier, so. Aber da haben wir auch auswärts. Hier können wir wieder vorm Tunnel machen. Huch, hoffentlich hat das geklappt. Ich habe das gar nicht genau gesehen. Ich glaube aber schon. Wenn die Turn was beim ersten Mal benutzen. Knack. Das Schild oben abbricht. Gut, dann haben wir das auch schon fertig. Das heißt, oh, neue Linie. Eine neue Linie. Diesmal achten wir aber drauf, dass die Verbindung auch da ist. Beim Umlagern. Ja, da sehen wir gleich den Unterschied. Also das wäre durchaus spannend. Von Offenburg OG Stahl OG. Also. Der ohne Befund Offenburg. Offenburg Stahl zur SK-Dose. Skandaldose. Entschuldigung, da habe ich auch noch Schluck auf. Wie unangenehm. So, das sieht gar nicht so schlecht aus. Und auch hier ist das durchaus in Ordnung, dass er den anderen nimmt. Hier wird es natürlich spannend, weil wir hier nur den Gegenpart immer haben. Durchkommt. Da wird er nicht durchkommen. Wenn der eine da reinfährt, ja doch, müsste gehen. Wenn eine reinfährt, fährt er durch. Der kommt von hier aus, kommt aber nicht durch. Das heißt, dann kommen wir hier durch und können dann die andere. Das müsste klappen. Das wird spannend. So, das heißt, wir brauchen ein bisschen Rollmaterial mit etwa 100 km/h und dann brauchen wir eine Länge von. Warte. Die können wir hier ja gucken, damit sie aneinander vorbeikommen auch. Ja. Das ist ja 200 Meter. 200 Meters. Zumindest für den Anfang. Aber es ist ja auch bahnhofsbegrenzt. Mhm. So, das heißt, wir brauchen Stahl. Stahl kann Flachbett oder so. Was haben wir? X, diese. Schienenwagen SS. 65, ein bisschen langsam. Ja, gut, das stimmt. Hältst du von diesem XES-Wagen, den roten? ES-Wagen kann 18. 18. Eine Länge von 10 Meter. Bei 200 Meter wären wir dann bei 360 Stahl. Ja, minus Lok. Minus Lok, genau. Mit 300 rum. Bisschen wenig. Dann sind wir bei den hier mit 200 Metern. Oder 180 Metern bei 400 Kapazität. Haben wir noch zur Auswahl die Neffis. Die haben schon weniger Kapazität. Die Neffis haben 20. Hier oben ist noch das universelle Staker. Und hier hätten wir noch die Bolster. Das wäre auch nicht uninteressant. Wie lang sind die guten Stücke? Warte. Waren 121,97. Achso. Die wären bei 14 Meter. Wäre auf jeden Fall mal was anderes und mit 97 auch nichts Schlechtes. Auch eine Lok raussuchen, die um die 100 fährt.
288 Kapazität. Zwei Stück draufschicken auf die Länge. Ja gut, doch, wir können ja auf Masse gehen. Auf der Ding. Aber wir müssen immer einen nach dem anderen schicken, ne? Ja. Sonst haben wir irgendwann ein Problem. So, dann guck doch mal bei elektrisch, weil das ist doch eine ordentliche Steigung drin. Ja, 80 km/h, da wären wir in dem Bereich hier. Das. Ja, 100 hatten wir ausgelobt. Wäre natürlich hier Kracher wieder. AE47, aber ja gut, da haben wir halt ein Längenthema dann wahrscheinlich. Ja. Na, klick mal eine dazu. 207 Meter. Und da wird es nachher an der Kapazität haben. Hm. Also Stahl wird noch eine spannende Geschichte, glaube ich auch. Dann würde ich die AE47 eventuell in Betracht ziehen. Diese kürzer. Mhm. Hat auch gute Leistung. Dann fängt es ja schon mit. Ja. Doppeltraktion wäre ausgezeichnet. Der Setra. Der Setra. 100 km/h Bus, nein, nicht eine, sondern ein. Ein, ja. AE45. 40 km/h. Oh. Witz. Die wäre natürlich auch noch eine interessante Sache. Ja. Stumm. Aber dass jetzt da so die Wahl ist. Leistungstechnisch würdest du was vom Brot sehen. Ja, aber dafür haben wir zu wenig Waggons dran, dass die Leistung, die lacht sich dann der Schrott, wenn die Waggons da drin. Ja. New Haven. New Haven kam noch dazu. Wien Typ B ist auch eine neue dabei. Dachwerbung, BB Dachwerbung, BBB Dachwerbung, BB. Aha, BB in Dunkelblau, die anderen, die wir dazu hatten, waren auch immer sehr interessant eigentlich. Können wir auch noch mal ausprobieren. Bockel. MBLP-Britsche Plane, okay. Wird auch interessant. Tankwagen. Lastenwagen, Telonato, Konrad. Ach hier, da ist dein Schüttgutwagen mit Anhänger. Ja. Boah, sind aber schöne Wagen dabei, ne? Bin ich sehr gespannt, also. Dazu gekommen. Mhm. Ja, jetzt ist die Frage. Schicken wir eine AE44 oder eine AE66? Wenn wir pleite gehen, dann wollen wir mit Schwung pleite gehen. Also die packen wir weg, die dazu. Nehmen die Schwyz. Die Schwyz. Könnten ja auch noch. Brumm. Stück. Zwei Brombergs daran hängen. Bist du damit einverstanden? Ja, also würde ich nehmen. So, oder beide vorne? Lass mal so. Lass mal einen Mischzug. Okay. Gut, dann setzen wir erstmal einen drauf. Der tut. Güterzug. OBG. Stahldose. Klonk. Der war auch ganz frisch was drin, die Lok. Schon eine von den Kantonsloks. Die sehen ja schon etwas anders aus als die erste Serie. Sieht so ein bisschen nach der RE aus, ne? RE66. Finde ich. Ja, ist im Prinzip das Schwesterschiff. Das RE steht ja nur für eine höhere Leistungsklasse. Ja, habe ich mir fast gedacht. Sehr hübsch. Okay, gut. Dann gucken wir uns jetzt nochmal so ein bisschen überblickstechnisch an, wie das hier aussieht. Hier haben wir ja keinen mehr drauf, keine Linie mehr drauf. Das heißt, das Ding steht hier von nothing.
Im Moment ja. Ist im Moment so, aber das lassen wir auch stehen. Hier ist auch schon einiges im Lager drin, das ist gut. Milch holen wir sehr gut ab, das ist durchaus in Ordnung. Das macht die Linie hier, 369.000 minus, krass. Ja. Wie wir sehen, hier 1,3 Millionen minus. Alter Schwede, das kostet uns alles richtig. Guck mal, was sind hier, da schmilzen unsere Garden. Ganzen Reserven dahin, doch. Was macht denn das Stahlwerk da hinten? Das ist doch mit Sicherheit ausgelastet jetzt. Ja, wir müssen aber natürlich auch erstmal sehen. Hier haben wir natürlich, hier werden wir auch keine Verbindung hinkriegen, denke ich mal. Zum Güterbahnhof. Aber hier liegt schon der erste Stahl. Ja. Also Stahlwerk läuft auf vollen Touren in voller Produktion. Das ist auch gut so. Kohle liegt da hinten noch ein bisschen rum. Aber da fährt jetzt gerade wieder der Zug. Ich glaube, das 500, ne? 1080 Kapazität hat er. Mhm. Das waren diese kleinen, schnuckligen 80 km/h Asia-Wagen. Alter Schwede. Ja, einfach Masse, ne? Ja, kommt von oben noch genug runter? Vom LKW? Ja. Rechts? Da kommt noch genug. Eisen, auch bei 1000. Und hier drüben das Eisen ist auch bei 1000. Also... Wenn wir ausbauen, dann müssen wir halt nur noch mal ein bisschen in die Erde bohren. Schacht aufmachen. Ja, Schacht buddeln. So, dann können wir hier ja noch mal eben. Ein paar Talerchen investieren, ne? Könntest du zum Beispiel auch mal ein bisschen Bäumchen kaschieren? Ja, können wir auch gleich gerne machen. Hast du ja noch ein Gründefizit? Ein Gründefizit? Bäume, die du jetzt bei solchen Aktionen gefällt hast. Ich würde niemals Bäume fällen. Ja. Ja, ja. Den wollte ich gar nicht. Stärke muss auch jetzt nicht so... Nicht bepflanzt. Wahnsinnig viel sein. An den Bahnlinien soll man ja immer nicht so viel Holz bepflanzen. Ne? Aber hier oben schön. War schon ganz schön nah dran hier. Freischneiden hier. Ja. Das Kante zockt Freischneid-Team. Ja, Freischneid-Team. So. Fliegst du auch mit dem Helikopter mit den großen rotierenden Messern dran, ja, dran vorbei, wie bei den Hochspannungsleitungen? Also den Job möchte ich nicht haben. Nee, ich auch nicht. Sehr aufregend, glaube ich. So, wo haben wir jetzt den Zug überhaupt? Ja, wo tingelt er denn? Wo ist unser Zuführungsgleis? Da. Das heißt, der müsste jetzt theoretisch hier hochgefahren sein. Da ist er? Nein. Der Tankwagen. Wo fährt er denn hin? Also, Theorie wäre, dass er hier hochfährt. Ach, doch. Doch, der hätte schon. Hier ist er schon. Alter Schwede, der ist aber flott. Oh, jetzt muss er. Jetzt muss er aber warten, weil die Autos am Vorhang, weil er von der nicht reinkommt. Ja, wir müssen noch was anderes machen, genau, warte. Damit das Gleis muss überhaupt klappt. Muss auch noch zumindest angeklemmt sein. Jetzt müsste der Zug jetzt fahren. Ja, er nimmt Fahrt auf.
spannend. Also wirklich spannend. Ob das, was ich vorhabe oder was wir vorhaben, wirklich klappt. Weil das ist nur diese eine Ausweichstelle. Aber theoretisch müsste es wirklich klappen. Haben wir uns jetzt echt schon die Vorfahrt geholt? Jetzt könnte es spannend werden, weil der Ausweichstelle ja jetzt anderweitig irgendwo. Ja, doch, haben wir uns geholt. Das heißt, wir fahren jetzt in die Ausweichstelle, der andere fährt bis zur Ausweichstelle, wir können durch. Dann fährt der hinter uns los, auch in die Ausweichstelle und fährt wieder in seinen Bahnhof, weil wir dann ja in den rechten Bahnhof, in das rechte Gleis fahren. Also es müsste schon passen. Was ist cool geworden. Hier sind wir auch noch gar nicht mitgefahren, ne? Oder? Nö, ich könnte mich nicht daran erinnern, dass wir mit dem Leerdosenzug schon gefahren sind. Nee, ich glaube auch nicht. Was ist schön geworden hier, ey. Eine sechsspurige Magistrale. Jetzt muss der Bus stehen bleiben, wenn wir durch sind. Sonst haben wir ein Problem. Stehen? Ja, wenn wir durch sind, haben wir sonst ein Problem. Aber da können wir dann nirgends mal anders hin. Oh, alter Schwede. Das ist so verrückt, weißt du das? Dass es sowas denn auch noch funktioniert. Wir uns hier mal voll zwischenballern. Das haben wir aus 288 haben wir jetzt 320 Kapazität gemacht mit den Waggons. Ich glaube, das ist von der Idee her gar nicht so schlecht. Guck, und jetzt gehen wir ins rechte Gleis. Nächster Halt. Skopautose. Das heißt, da ist erstmal Zwischenhalt. Ja. Er ist ja meistens so. Dann neuen Fahrbefehl. Oberleitungstechnisch auch in Ordnung. Absolut. Nach Offenburg Herzanlieferung. Ja, Achterbahn fahren. Klar, wie damit, Alter. Sowas Cooles. Also, das ist wirklich gut geworden. Und es ist mal wieder was völlig Neues. Topspeed. Natürlich schwierig, dass wir auf dem Rückweg voll sind, ne? Aber mit der Lok müssten wir das eigentlich hinkriegen. Das war mein Gedanke, dass man sagt, man nimmt eine leistungsfähige Lok. Den Berg hoch. Bin ja gespannt, wie lange wir das durchhalten mit der vollen Wartung. Also ich glaube, auf Teilwartung können wir nachher runtergehen. Das müssten wir theoretisch eigentlich stemmen können. Aber wir haben natürlich auch nicht alles auf Leistung und auf optimiert gemacht, ne? Nee, wir haben auch teilweise auf da oben der. Ja. Aber da könnten wir auch mal die Loks tauschen. Ich sag da nur CC aus Frankreich. Ja? Ja, die fährt auch 160, wenn ich. Guck mal, da eben. Daneben fuhr gerade der LKW. Ein leichter Geschwindigkeitsverlust, der 2 km/h. Okay. Dafür war es sehr grenzwertig für ihn. Ja. Aber gut. 2 km/h werde ich jetzt noch verkraften. Ja, wir können ja gleich nochmal gucken, woran das liegt. Aber ich würde auch ungern die Kurve nochmal bearbeiten. Okay, also ich würde sagen, lassen wir. Gut. Das sollte auch passen, glaube ich. Sollten wir später mal auf 120 km/h zu mehr wechseln, dann haben wir halt mal eine Langsamfahrstelle zwischendrin, in Anführungszeichen. Ja. Oder wir müssen Pendolino kaufen, der sich in die Kurve legt. Ja. Müssen wir mal gucken. Wie wird das denn kriegen? Aber wir haben jetzt, wir haben auch noch für die Zukunft haben wir noch einige neue Mods gekriegt. Auf Discord haben wir uns auch schon einige
mit den ein oder anderen Mods versorgt, damit wir weiterhin die Vielfalt ausbauen. Aber auch halt schon für die Zukunft, da werden ja noch so viele Waggons und sowas kommen. Das ist ja, ja, spannend. Wird wirklich spannend, auch mit den Containern nachher. Und also nicht die Doppelstock-Containerwagen, sondern die normalen Containerwagen. Also die finde ich eigentlich spannender als die Doppelstock. Taschenwagen, also du meinst die Taschengelenkwagen. Genau. Ist irgendwas. Genau, die unaussprechlich. Die mit den vielen S in den Namen. S und Gs und D und den in den und S Ns und so. Und Ns und so, ja. Mal gucken, wie viel hier liegt. Ja. Wahrscheinlich ausreichend. Zu viel. Ach, hier haben wir einen 400 Meter Bahnhof, ne? Ja. Nicht schlimm. Nö. Hat mehr Lagerkapazität auf dem Bahnsteig. Noch einmal bitte laden. Danke. Ja, dann können wir schon mal den nächsten bestellen. Copy und Paste. Weil oben müssten die sich jetzt ja wieder so ein bisschen eingependelt haben. Genügend Strecke haben wir dazwischen. Das heißt, wir werden dann noch mal gucken, dass wir so ein bisschen jetzt das Ganze einpendeln. Hier unten liegt schon gar nicht mehr so viel Stahl. Hier wird schon sehr übersichtlich. Das heißt, wir werden jetzt nach und nach die ganzen Stahl-LKWs... Okay, ich sehe gerade schon. Wir räumen gerade ab. Ja, wir müssen das noch ausbauen. Du kannst, was denn? Nochmal ausbauen, ein Stahlwerk beim nächsten Mal. Ja, das können wir gerne machen. Ins Depot, bitte. Ja. Ich muss ja erstmal lauschen, was du jetzt von mir wolltest. Ja, jetzt hast du verkauft. Oder? Nee, nee. Depot. Entschuldigung. Entschuldigung. Erzähl keinen Quatsch hier. Hat ein Delay hier. Ein Klick-Delay, oder? Einer hat es geschafft, direkt ins Depot. So, du auch. So, die fahren jetzt natürlich ihren Stahl noch hoch. Das wäre Quatsch, wenn wir die jetzt außer Dienst stellen. Außer Dienst stellen. Das heißt, das machen wir jetzt noch flott. Bleiben die ganzen Rückzugs-Stahl-LKWs. Ach, cool, da kann man gerade einmal zu hier. Ja, den gucken wir uns nochmal an. Wir gucken gleich nochmal, dass wir die ganzen LKWs rauskriegen. Wie gesagt, bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Würden uns freuen, wenn ihr in eine weitere Folge natürlich wieder reinschaut. Und ich bin gespannt, wann wir pleite sind und ob wir das Ganze irgendwie in einen Mittelweg hinbekommen. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Kante mit dem Manu. Tschüss. Tschüss.